Gerade in der aktuellen Lage kommt ja das Thema immer wieder auf, wie wir Menschen eigentlich mit unseren tierischen Freunden umgehen und ob wir damit nicht nur Tieren, sondern auch uns selbst schaden. Vor über 10 Jahren nahm ich an einer Demonstration gegen Leder- und Tierausbeutung teil und habe mit meinem Mikrofon interessante Momentaufnahmen eingefangen. Diese, ich nenne es mal Hörspielreportage, hörst du jetzt. Also, neben mir steht Emil Franzinelli, wir kennen ihn ja schon vom Blutspenden. Hallo Emil. Hi. Und jetzt sagt mir doch mal, wo wir hier sind. Ich bin hier auf der Zeil am Brockhausbrunnen und hier sind ein paar Stände aufgebaut, 5, 6. Und in Kürze müsste der Zug losgehen. Also wir demonstrieren hier gegen die Pelzmesse Fur & Fashion, die ist jährlich immer im März. Und ja, wir sind die Tierrechtsinitiative Rhein-Main und organisieren das und es werden 300 bis 400 Demonstranten so erwartet aus ganz Deutschland. Groß angemeldet, das ist die Anti-Pelz-Messe in Deutschland. 1, 2, 3. Und da drüben mal kurz gefragt, die Tierfreunde, die gehören aber nicht zu euch und stehen da. Die sind ziemlich cool, die Tierfreunde sind ziemlich cool aus Siegen. Die sind jetzt wegen einem Schweinemastskandal in den Medien, aber nicht, weil sie selber Schweine halten, sondern weil sie da sowas aufgedeckt haben. Das heißt, sie sind mit ihrem Filmmaterial dorthin gegangen, haben gefilmt und sind dann an Peter rangegangen und an die Presse und das ist jetzt ziemlich fett in den Medien rausgekommen, ne? Und das Veterinäramt meint, dass da nie Beanstandungen gibt und die Stadt deckt das Ganze. Und das ist einfach typisch für solche Tierhaltungsanlagen. Wenn man etwas genauer hinsieht, dann, das macht halt keiner. Ne? Also es gibt wirklich Leute, die eigentlich dafür bezahlt werden, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Zustände hygienisch sind. Ist ja auch die Gesundheit der Menschen in Gefahr, aber interessiert einfach keinen. Die Stadt nicht und das Veterinäramt auch nicht. Und die haben das ganz gut an die Presse gebracht. Mit denen arbeiten wir auch eng zusammen. Siegen ist ja nicht so weit weg. Okay, ja, ich werde jetzt die nochmal persönlich fragen. Okay, super. Die sind echt cool. Also ich habe es eben gerade schon mal ganz grob erklärt bekommen, die Tierfreunde sind aus Siegen. Mhm. Und irgendwie wurde mir erzählt, ein Skandal wurde von euch letztens aufgedeckt. Ist das so richtig? Ja. Was denn? Die Tierfreunde aus Siegen haben neulich in einer Schweinemaske gedreht, heimlich, und haben dort halt schreckliche Zustände vorgefunden. Also wir haben gesehen, wie Schweine mit schwersten Verletzungen rumlagen, die Veterinärbehörden nichts machen, obwohl es da ganz schlimm ist, die Schweine kein Wasser kriegen. Und da gab es auch diverse TV-Sendungen zu und das war halt unser Verein aus Siegen. Und sowas macht ihr auch grundsätzlich? Ist das sozusagen euer Tätigkeitsbereich oder wie kann man das nennen? Ja? Unter anderem haben wir im Verein ein sogenanntes Rechercheteam. Es geht halt Hinweisen aus der Bevölkerung nach, verschiedene Art und Weise. Und unter anderem kommt es dann auch schon mal dazu, dass man sowas halt nachts abfilmen muss, um das beweisen zu können, wie die Behörden untätig sind oder die Mester oder Züchter mit ihren Tieren umgehen. Und was wollt ihr jetzt mit diesem Stand explizit erreichen? Also was ist das Ziel? Wir stehen heute auf der Demo gegen die Fur & Fashion, um auf die Grausamkeit der Pelzindustrie hinzuweisen, weil wir es unerträglich finden, dass heutzutage immer noch Tiere getötet und gefällt werden, nur um Kleidungsstücke daraus zu machen. Da gibt es ja wahrlich Alternativen genug und das wollen wir hier zum Ausdruck bringen. Funktioniert das denn? Wie reagieren die Leute darauf? Die Leute reagieren durchweg positiv, bis auf wenige Ausnahmen. Also selbst Pelzträgerinnen, die sind natürlich ein wenig angetan. Aber die Breite der Menschen lehnt das eigentlich ab. Und wenn sie dann noch die drastischen Bilder sehen, die wir zeigen, wird ihnen das noch klarer. Und wir hoffen auch, viele Leute zu mobilisieren, auch aktiv zu werden und nicht nur passiv dagegen zu sein. Okay. Wenn also jetzt jemand aus Siegen kommt, kann er sich auch bei euch melden, um mitzumachen bei irgendwelchen Aktionen? Gerne. Also wir haben eine Internetseite, da stehen die Kontaktdaten, www.dietierfreunde.de. Und da kann sich jeder gerne melden und wir suchen immer Aktive und Unterstützer jeder Art. Herzlich willkommen in Frankfurt. Leider muss man eigentlich was sagen, denn die jährliche Demonstration gegen die Pelzmesse Fur & Fashion findet nun schon seit 4 Jahren statt. In den letzten Jahren gab es mal größere, mal kleinere Demos. Vor 2 Jahren waren es hier knapp 200 Demonstrantinnen und Demonstranten hier am Brockhausbrunnen. Letztes Jahr waren es mehr als 300. Wie viele es heute sind, habe ich noch nicht gezählt, aber was sehr erfreulich ist, ist die Tatsache,
dass die Anzahl der ausstellenden Firmen und Messebesuchenden der Fur und Fashion in den letzten Jahren stetig gesunken ist. Auch die Anzahl der überhaupt noch pelzverkaufenden Firmen sinkt zum Glück. Immer mehr Firmen steigen aus dem Pelzhandel aus. Allein in den letzten 12 Monaten sind wieder große Konzerne in Europa ausgestiegen aus dem Pelzhandel, haben sich erklärt, keine Echtpelzprodukte mehr anzubieten. Allein letzte Woche, am 1. März, hat der französische Bekleidungskonzern Promot mit 418 Läden in 26 Ländern erklärt, dass sie keine Pelzprodukte mehr verkaufen werden. Es werden also immer mehr Konzerne keine Pelzprodukte mehr anbieten. Und da muss sich natürlich die Pelzindustrie Sorgen machen. Das Deutsche Pelzinstitut, die PR-Agentur der deutschen Pelzindustrie, arbeitet natürlich daran, irgendwie Pelzprodukte salonfähig zu halten oder wieder zu machen. Eine Strategie in den 80er Jahren war, Pelzbesatzkleidung einzuführen. Keine kompletten Pelzmäntel mehr, sondern nur Pelzbesatzkleidung. Ein Pelzkragen, ein Pelzinnenfutter. Und leider haben sie es geschafft, damals die Anzahl der produzierten Pelze konstant zu halten durch diese Strategie. Aber auch jetzt sinkt der Umsatz mit diesen Produkten wieder und jetzt versuchen sie eine neue Strategie. Die neue Strategie heißt, dass sie die Produkte nicht mehr wirklich als Pelzprodukte betiteln, sondern als Fellprodukte. Das klingt ja so viel harmloser als Pelz. Wann fangt ihr an, euch aufzuwecken? Steht auf! Es gibt hier nicht umsonst aber was zu retten. Die Menschen, die Tiere und das kostbare Land, unser kostbares Land. Steht auf! Das kostbare Land. Ja. Wir wissen nichts von da draußen, außer irgendwo ist Hungersnot, wenn andere bitterlich ersaufen. Feiern wir auf unserem Boot zum Dessert Bananen. Andere kriegen das als Stundenlohn. Die Propaganda schafft die Macht der Güterlust. Wer will einen anderen Wert erfahren? Wir sind satt vom Überfluss. Konsum ist unser Gott, alles leere Versprechen. Ihr verdrängt alles und wollt lieber keine Probleme besprechen. Dadurch muss ich euer eigenes Gemüt täglich elendig rächen. Wie dein scheiß Boss, der ausrastet, der jeden Tag seinen Frust an euch ablässt. Also was ist mit dem Glück? Kannst du deins fassen? Vielleicht müssen wir nicht weinen, doch dafür können wir nicht mal lachen. Ja, doch dafür können wir nicht mal lachen. Ihr steckt den Kopf in den Sand, verschließt eure Augen mit offenem Verstand. Ihr fresst Gott aus der Hand, schaut doch hin, es ist der Teufel, der euch lockt und verdammt. Wann fangt ihr an, euch aufzuwecken? Steht auf, es gibt hier nichts umsonst, aber was zu retten. Die Menschen, die Tiere und das kostbare Land, sagt steht auf. Ja. Yeah. 10 Minuten Essenszeit, in denen du dich an Leichen festbeißt und davon den halben Teil noch wegschmeißt. Tiere werden misshandelt für das Steak auf seinem Teller. Sag es laut, auf diesem Weg bleib ich nicht länger. Morgen ist heute legal, wir dürfen Tierkadaver kaufen. Dafür sticht er einmal zu und sie schreit aus ihren tiefen schwarzen Augen. Viele eurer Opfer sind noch wach dabei und das ist keinesfalls ein Einzelfall. Er sticht schon wieder zu und dann hast du sie als Abendbrot. Das größte Leid macht Sadisten auch noch schadenfroh. Das Blut spritzt wie verrückt, er sticht wieder und wieder. Ich rap mit Liebe die Lieder und hebe die Faust und ziehen als Verbrechen Fleisch, Gelatine, Haut und Leder. Ja, yeah. Du meinst, du fällst dich ins Gewicht, doch er war der Mörder und du der Auftraggeber. Und deswegen sind wir hier und laut. Bund gegen Missbrauch der Tiere. Was genau ist das für ein Bund? Wir sind der Bund gegen Missbrauch der Tiere. Wir unterhalten einmal eine Tierauffangstation in der Wetterau und kämpfen neben für Haustiere, auch für Nerztiere, für Nutztiere und für Tiere in Tierversuchslaboren. Also ganz umfassend, unser Motto ist, wer Hunde und Katze liebt, sollte eigentlich auch ein Herz haben für Legehennen, ist ja ganz aktuell, aber auch für Nerztiere. Und was genau machen Sie?
Wir betreiben einmal dieses Tierheim und klären die Besucher auf, die zu uns kommen. Dann haben wir auch einen pädagogischen Schwerpunkt, dass wir Kindern schon vermitteln, welche Anliegen wir haben. Dass zum Beispiel, wenn man Tiere nutzt, man sie nicht quälen darf. Wir versuchen eben, unsere Ansprüche an Tier, an Kinder weiter zu vermitteln. Dann vielen Dank. Mein Name ist Simone Klab. Ich bin Frankfurterin, wohne in Frankfurt. Und ich bin darüber völlig konsterniert, dass die Oberbürgermeisterin, die ich an sich schätze und die ich auch gegebenenfalls wählen würde, die Schirmherrschaft für die Pelzmesse hat. Das ist so unglaublich, dieser Vorgang, dass sie meine Stimme deswegen nicht mehr bekommt. Und ich hoffe, dass sich dieser Meinung viele tierliebe Bürger anschließen. Kommt auf die Fragen drauf an. Erzähl mir mal, was du hier so tust. Also, ich bin hier, um aufzupassen, dass alles in Ordnung bleibt, weil ich ja hier Ordnerin bin. Und ansonsten bin ich natürlich dagegen, dass die Pelzproduktion abgeschafft wird. Und eigentlich diese ganze Konsumorientierung und das Ausbeuten von Tieren. Der ist laut. Ja. Live auf der Demo. Du gehörst auch zu... Zur Tierrechte. Dann erklär mir nochmal, was die Tirm eigentlich ist. Genau. Die Tirm ist eigentlich ein Zusammenschluss von ehrenamtlich engagierten jungen oder auch älteren Menschen, die vegan leben und die anstreben, einfach ein Leben ohne Ausbeutung von Mensch und Tier zu leben und auch andere zu motivieren, da dementsprechend mitzumachen. Was genau macht die Tirm? Also zum einen organisiert die Tirm heute die große Fern Fashion, die hier in Frankfurt ist, wie die letzten Jahre auch. Eben weil heute ja auch die Fern Fashion Messe ist, einfach um da ein Symbol dagegen zu setzen. Ansonsten haben wir einen Vereinsraum in der Brotfabrik. Da haben wir Öffnungszeiten montags und donnerstags für Interessierte von 20 bis 22 Uhr. Dann haben wir einmal im Monat haben wir einfach ein Tirmtreffen. Ein Vereinstreffen und haben dann einmal im Monat, jeder dritte Freitag im Monat, einfach eine Lesung oder eine Diskussion oder einen Vortrag zu bestimmten Themen. Also der nächste diesen Monat ist dann der Geist der Tiere, einen Vortrag gehalten und hoffen natürlich, dass noch mehr dazu kommt. Tierfreund, also einfach nur ein Mensch, der zu anderen Wesen, egal ob Mensch oder Tier, immer freundlich ist und hilfsbereit ist. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass man so rücksichtslos sein kann und egal auf welche Kosten konsumiert. Und wenn ich dann schon die Möglichkeit habe, mich zu informieren über Medien und sowas, wo ich weiß, das und das Leid müssen irgendwelche Tiere ertragen, ich kann auch was anderes kaufen. Ich paniere heute Sellerie, nicht ein Schnitzel. Ganz bestimmt kein gequältes Schnitzel und ganz bestimmt keins, das voll Antibiotika ist. Also wenn Sie schon zu geizig sind, für den Tierschutz was zu tun, sollen Sie wenigstens an Ihre Gesundheit denken. Ja? Also ich begreife es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und was anderes zu machen. Einfach ein bisschen umdenken, einfach anständig sein. Wo ist unser christlicher Glaube? Ich habe mit der CDU geredet vorhin. Ich sage, Tierschützer sind auch Wähler. Tut was einfach anständig ist und dann habt ihr ganz viele Wähler. Ganz klar. Ja, ich könnte mich da ereifern, ehrlich. Warum sind Sie jetzt heute hier? Sind Sie von irgendeinem Verein? Nein, ich bin halt einfach nur ein Tierfreund und ich habe mitgekriegt, dass die Pelze wieder aktuell werden und auch noch für junge Leute. Jetzt darf nicht wahr sein. Ich dachte, es wäre endlich vorbei. Und die alten Damen, die es früher mal gekauft haben und nicht wussten, was das verkommt, also was damit für Leid verbunden ist, das kann ich ja noch verstehen. Aber heute, wo man das weiß, darf das nicht wahr sein, dass man nur einen schrägen Pelz braucht, in grün, gelb oder was weiß ich was. Ich kaufe mir lieber ein Kaschmir, wenn ich angeben will, ja, oder irgendwas anderes. Wenn ich angeben möchte, kann ich irgendwas anderes nehmen, ja. Ich brauche da keinen Pelzmann für, ich könnte mich einfach nur aufregen. Und ich kann nicht verstehen, dass die Menschen rücksichtslos sind. Und ob das jetzt ein Kind ist oder eine Frau, die gerade mal Hilfe braucht, das ist doch genau unser ganzes Problem. Die helfen weder einem Nachbarn, noch helfen sie irgendeinem Tier. Hauptsache ich,
Ich weiß nicht, ob das glücklich macht. Mich macht es halt glücklich. Also ich finde es schade, wenn man jetzt vielleicht einen falschen Eindruck bekommt, weil vielleicht doch ein paar Leute ein bisschen radikal aussehen. Aber man sollte niemanden nach der Optik beurteilen. Ich denke, das sind vielleicht anständigere Menschen als die in den Anzügen. Ja, also ja, das wollte ich einfach noch gesagt haben. Das sehe ich auch so. Ja, man sollte auf den Menschen achten und nicht, wie er angezogen ist. Ja. Kitakäfig sitzt und für jedes Einzelne, das in wenigen Wochen geboren wird. Jedes Einzelne, egal ob Fuchs, Nerz, Chinchilla oder Kaninchen, jedes Einzelne will und wollte nur eines, und zwar leben. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind drei vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, Deezer, also eigentlich überall, sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen, kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.